Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Craig Street Boys 3 Box von Trailer Park. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Craig Street Boys 3 von Trailer Park, das Ganze aus dem Jahr 2014. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box mit silber bzw. goldener Aufschrift, und zwar lesen wir hier oben Trailer Park Craig Street Boys 3 und hier unten haben wir noch limitierte Fanbox stehen. Ein FSK 16 Hinweis, der uns Aufschluss darüber gibt, dass es hier auch eine DVD geben wird. Allerdings, was mich etwas stört, das Ganze hier aufgedruckt worden, bedeutet, das ist nicht irgendwie ablösbar als Sticker, sondern wir müssen mit diesem hier leben. Okay, dann haben wir hier als Cover die vier Herrschaften, wie sie gerade einen Zebrastreifen überqueren. Alligator, Sudden, Timmy und Basti. Und dem einen oder anderen kommt dieses Bild vielleicht bekannt vor, denn es ist ganz stark angelehnt, oder was heißt angelehnt, 1:1 übernommen von den Beatles. Und zwar von dem berühmten Abbey Road Cover. So sieht das aus. Also ich glaube, die Parallelen sind nicht zu leugnen. Sogar auf die Autos wurde hier Rücksicht genommen, VW Käfer. Alles hier 1:1 umgesetzt. Gut. Unten haben wir einen riesigen Barcode. Auf der linken Seite lesen wir nochmals Trailer Park Craig Street Boys 3. Rechts ebenso. Oben Trailer Park mit der Traubenstampferin. Und die Unterseite blank schwarz. Das Ganze ist eine Klappbox. Geht dann hier auf der Seite auf. Und dann kommt uns auch schon der Inhalt entgegen. Wir haben hier ein Shirt, dann haben wir hier eine DVD, die Piano Edition, einmal Papes und Filtertipps, ein Poster und natürlich das Album an sich. Das Album hier in diesem Einleger verstaut und die Box von innen komplett in schwarz gehalten. Gut, wir machen die Box zur Seite. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier die vier Herrschaften, diesmal nicht in ihren Kostümen, sondern in dem Fall in vier schicken Anzügen. Also Basti in so pink, Alligator in einem hellen Orange, Sudden in dunkelblau und Timmy in rot. Sieht echt gut aus, das Cover, gefällt mir richtig gut. Und die vier sitzen hier in so einem, ja, Tresor oder in so einem Vorraum eines Tresors. Hier hinten sehen wir dicke Tresortür, jede Menge Geld gestapelt und hier hinten auch Goldbarren, Säcke voller 500er Scheine, also Geld, Geld, Geld. Und dann haben wir hier auf dem Tisch noch diverses liegen, also Drogen, Pillen, Spritzen, alles mögliche liegt hier rum. Hier an der Seite lesen wir Trailer Park Craig Street Boys 3. Das Ganze hier so in goldener Schrift, so Diamant besetzt. Auch hier nochmal in Gold. Auf der Seite auch nochmal Interpreten oder Interpret, das Label und der Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier 13 Tracks an der Zahl. Wobei man sagen muss, dass 12 Tracks von Trailer Park wirklich sind. Und der 13. Track ist dann ein Solo-Track von Vortex. Das ist ja der Regisseur, der die meisten Videos von Trailer Park dreht und auch diese ganzen Blogs und so immer gestaltet. Und dann haben wir hier einen Einblick in den Innenraum des Tresors. Und so haben wir hier vier Damen im Dienstmädchen-Outfit, die hier ja putzen, Geld zählen etc. Und die vierte Dame wurde hier wohl gefesselt und geknebelt oder der Mund zugeklebt. Dann haben wir noch das schicke Gemälde von Alligator, das ist ja von Triebwerke da, die Alligator Mona Lisa, Credits und Barcode. Das Ganze geht dann hier auf und dann kommen wir auch schon zum Booklet. Cover kennen wir und dann haben wir hier, jawohl, hier haben wir Pokémon-Karten und zwar haben wir hier wirklich zu, schauen wir mal kurz, ja, zu allen vier Interpreten eine Pokémon-Karte, also
glaube, es würde jetzt etwas zu lange dauern, wenn ich euch das alles im Detail vorlese, aber ich mache mal das hier so kurz auf Standbild. Dann könnt ihr euch das Ganze hier einfach kurz anhalten, das Video, und dann in Ruhe durchlesen. Also wie man es von Pokémon-Karten kennt, hat man hier die ganzen Infos. Was sind die Attacken, was kostet das für Energie, was ist Schwäche, was ist Resistenz und so weiter. Könnt ihr euch hier alles anschauen. Dann haben wir hier die Tracklist, inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer das produziert hat. Also meines Wissens keinerlei Features auf dem Album, wirklich allesamt nur Trailer Park, ohne fremde Artists. Ein klassischer, ja, Sampler mehr oder weniger. Weitere Pokémon-Karten, diesmal Alligator und zum Abschluss noch Sudden. Und dann haben wir hier noch auf der Rückseite Infos zur Trailer Park Tour, zur sexualethisch desorientiert Tour aus dem Jahr 2015. Das waren die Dates. Gut. Die CD ebenfalls in Schwarz-Gold gehalten. So sieht das aus. Und auch hier auf der Rückseite sehen wir wieder Geldscheine, Drogen und Alkohol. Die Hauptbestandteile eines Trailer Park Albums. Zusätzlich zu dem Album kommen noch keine Instrumentals, sondern in dem Fall die Piano Edition. Also Crack Street Boys 3 Piano Edition, gespielt von Hardy Haufe. So sieht das aus. Wir haben hier so Klaviertasten abgebildet. Und wir haben hier 13 Tracks, bedeutet wirklich jedes einzelne Lied des Albums wurde hier noch als Piano Edition eingespielt. Und auch hier wieder Credits. Die CD in einer Vinyloptik gefällt mir gut. Innen rot und weiß und rundherum wirklich schwarz. Man sieht hier auch die Rillen der Schallplatte. Nett gemacht. Diese kommen in so einer Papphülle, in einem Digisleeve. Wie von so einem Album zu erwarten, bei dem Inhalt, bei den Texten, darf natürlich auch das hier nicht fehlen. Und zwar haben wir hier Trailer Park Papes und hier schon vorgestanzt die Filtertipps, also hier zum Rauslösen. Und auf der Rückseite kommt auch nochmal Trailer Park Crack Street Boys 3 zum Vorschein und hier noch das Cover im Querformat. Wir haben alle in der Schule geraucht und jetzt zieh uns an. Ja, passendes Zitat an der Stelle aus dem Lied Bleib in der Schule. So, dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Ich habe es schon mehrmals erwähnt, ich fange mit sowas nichts an, aber es gibt natürlich genug Leute da draußen, gerade Konsumenten von Trailer Park, die dann auch mit diesem Boxinhalt mehr anfangen als ich. Jeder wie er will. Und dann haben wir noch dieses Poster hier. Trailer Park Crack Street Boys 3 lesen wir hier. Und dann haben wir hier vier Herrschaften abgebildet. Auf so einem Hafen, vor so einer kleinen Yacht stehend. Das ist wahrscheinlich direkt bei dem Videodreh entstanden von Bleib in der Schule. Da waren sie auf so einem kleinen Boot hier unterwegs. Querformat und die Rückseite ist blank weiß. Und dann haben wir noch, bevor wir zum Shirt kommen, einmal das hier, eine DVD. Und was mich schon mal sehr freut, ist, dass die DVD nicht einfach in so einer Digisleeve, in so einer Papphülle kommt, sondern wirklich hier als eine vollwertige DVD-Hülle. Hier oben lesen wir wieder Trailer Park mit der Traubenstampferin natürlich, die darf nicht fehlen. Und dann haben wir hier die Herrschaften abgebildet. Also auf dem Dach sitzend Sudden und Timmy. Dann hier Basti und Alligator und hier hinten Vortex, FSK 16, Intim Volume 1 nennt sich das Ganze. Und das Cover dürfte wohl vom Videodreh sein von Fledermausland, da waren sie ja mit diesem schicken Mobil unterwegs. Trailer Park Intim Volume 1. Dann haben wir hier einzelne Fotos und hier haben wir die Kapitel, also was sich auf der DVD befindet. Intro, Making-of, Selbstbefriedigung, Hotelbus, Backstage, Making-of, Fledermausland, Making-of, NKOTB, also New Kids on the Blech, von Crack Street Boys 2 damals, Festivals, Sudden Secret Special,
Lost, Tourblock, Bischofswerda, Berlin-Konzert, Lido und Making-of Wohnwagensiedlung. Wohnwagensiedlung, das war ja, ist ja uralt. Das ist ja aus dem Crack Street Boys 1, wo Alligator noch gar nicht dabei war. Aus diesen Zeiten. So sieht das aus. Also kein Booklet, sonst nichts. Wirklich nur die DVD hier drinnen. Auch hier wieder FSK 16 zu sehen. Also dieser DVD haben wir den Vermerk an der Box zu verdanken. So sieht das aus. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch, wie so oft, ein Shirt. Das Shirt in weiß gehalten mit grünem Aufdruck. Crack Street Boys 3 lesen wir hier. Trailer Park. Und darunter haben wir so zwei kleine Engelsfiguren mit Sonnenbrillen und Dollarnoten bzw. Dollar-Tattoos. Rückseite blank, also wir haben keinen Neckprint. Und wir haben es zu tun mit einem Fruit of the Loom Value Weight in der Größe L 100% Baumwolle. Schauen wir uns nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Das weiße Shirt mit dem grünen Aufdruck hier, Crack Street Boys 3 Trailer Park. Gefällt mir von der Optik so richtig gut, also auch das hier unten mit den Engeln und das Verschlungene und hier oben diese Striche, die hier weggehen, also von der Optik gefällt es mir gut. Allerdings die Farbe, die stört mich echt, also ich bin generell kein großer Fan von Grün, ich kann die Farbe nicht leiden und dieses Grün-Weiß ist überhaupt nicht mein Fall. Also rein von der Gestaltung gefällt es mir echt gut, Farbe allerdings nicht mein Fall. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, die DVD, das Poster einseitig bedruckt, die Piano Edition des Albums im Digisleeve, Papes und Filtertips und natürlich das Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box Crack Street Boys 3 von Trailer Park. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Trailer Park unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.